Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar zocken wir weiter bei der Bayer 04 Leverkusen Manager-Karriere. Wir haben das Rückspiel gegen den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League. Und die beginnen mit einer 4-3-3-Formation und wir natürlich mit unserer kompletten Top-11. Und damit gehen wir rein. Wir führen aktuell sehr knapp mit 2:1 im Gesamtergebnis. Und deshalb würde ich sagen, ist noch alles offen fürs Rückspiel. Deswegen volle Konzentration jetzt auswärts gegen den FC Barcelona wird es natürlich auch noch mal ein bisschen schwerer. Somit sind wir jetzt drin in dieser Partie. Der FC Barcelona hat Anstoß und damit machen wir Druck und damit startet auch gleichzeitig diese Partie. Jeremy Frimpong sieht Leroy Sané durchstarten. Sané jetzt am Ball vorbei an Araujo. Passt auf Sesco. Der zieht ab, war aber gleichzeitig auch im Abseits. Barca jetzt im Angriff. Liegen auf. Hincapié ist da. Vorbei an Hincapié. Glanzparade von Gregor Kobel. Einwurf jetzt für uns. Alistair auf Wirtz. Wirf auf Frimpong. Über den Gegner kommt er wieder auf Florian Wirtz. Wirtz geht erstmal auch vorbei. Florian Wirtz rennt weiter. Wirtz auf Zelt. Nee, Frimpong. Und der schaltet an Ter Stegen. Die erste Hälfte in dieser Partie ist vorbei. Aktuell ja, steht es unentschieden und im Gesamtergebnis führen wir mit 2:1. Das heißt, aktuell ist noch alles offen, finde ich zumindest. Und damit gehen wir rein in Hälfte 2. Freistoß für uns. Grafenberg flankt ihn rein und zwar auf Niklas Süle. Der kommt zum Kopfball, verwandelt ihn in der 51. Spielminute und dadurch machen wir das erste Tor und zwar in Barcelona. Barca jetzt über den Flügel, die Hereingabe kommt und der geht gegen den Pfosten. Anschließend klärt Niklas Süle. Barca jetzt im Angriff vorbei an Hincapié und an allen vorbei, auch an Gregor Kobel. Und damit gleichen sie aus in der 86. Spielminute. Freistoß für Barca, die bringen den jetzt nach vorne. Süle gewinnt das Kopfballduell. Jetzt Tell auf Jonas Hofmann. Hofmann jetzt ganz alleine vorne, sprintet jetzt hier komplett durch. Immer noch Jonas Hofmann. Mitlaufen tut Benjamin Sesko. Hofmann legt auf. Sesko zieht ab, trifft in der Nachspielzeit. Und damit machen wir das entscheidende Tor. Und zwar, ja, sehr wichtig sogar. Und jetzt führen wir mit 2:1. Diese Partie ist vorbei. Wir gewinnen mit 1:2 bzw. mit 2:4. Und damit sind wir eine Runde weiter und im Halbfinale der Champions League. Nach der Partie wissen wir auch schon die Halbfinalpartie in Paris. Saint-Germain spielt gegen den FC Bayern München und wir spielen gegen den FC Liverpool. Der nächste Gegner heißt FC Schalke 04 und sie beginnen mit einer 4-3-3-Formation und wir beginnen nicht mit unserer Top 11, denn das lässt einfach die Ausdauer nicht zu, deswegen wechsle ich diese auch schnell aus. Das ist die Elf, die wir jetzt haben, unsere komplette B11 und damit gehen wir rein in diese Heimpartie. Und wollen natürlich gewinnen. Weiterhin beim letzten Mal haben wir gegen Schalke 04 7:0 gewonnen. Mal schauen, wie hoch oder ob wir sogar vielleicht den Überraschungssieg bekommen von Schalke. Mal sehen, was passiert. Adli jetzt am Ball. Adli auf Marcel Sabitzer. Sabitzer in den Winkel macht den Treffer in der 13. Spielminute und damit macht er auch das allererste Tor in dieser Partie. Hofmann auf Thüram. Thüram mit der Hacke auf Hofmann. Hofmann zurück auf Markus Thüram. Markus Thüram ins Tor. Thüram mit dem Treffer in der 20. Spielminute. Wunderschönes Zusammenspiel mit Jonas Hofmann. Adli schickt jetzt hier Markus Thüram. Thüram jetzt auf den Flügel, zieht nochmal zurück, flankt rein auf Hofmann. Hofmann versucht abzuschließen, aber das war auch zusätzlich noch einen Elfmeter. Gelbe Karte für den Schalker Jungen. Hier sehen wir jetzt nochmal das Foulspiel. Also Hofmann wollte abziehen, wird aber aufgehalten und deswegen gibt es Elfmeter. Jonas Hofmann steht auch direkt bereit, übernimmt die Verantwortung auch als Kapitän. Jonas Hofmann läuft jetzt an. Jonas Hofmann zieht ab in die linke Ecke, trifft und macht Tor Nummer 3 für die Werkself. Jonas Hofmann am Ball. Hofmann auf Sabitzer. Sabitzer sieht Jung lossprinten. Jung mit dem Treffer in der 30. Spielminute. Die erste Hälfte in dieser Partie ist vorbei. Aktuell führen wir mit 4:0 und deshalb würde ich sagen, gehen wir nicht in die Schnellsimulation rein, aber in die normale Simulation. Denn wenn hier der FC Bayern parallel verliert, sind wir schon Meister und deswegen gehen wir jetzt rein in Hälfte 2 mit dieser Schnellsimulation. Wir kommen und machen direkt mal das Tor in der 50. Spielminute dank Jonas Hofmann. Alejandro Grimaldo am Ball, jetzt sind wir durch, Adli mit dem Treffer und damit machen wir jetzt hier das 6:0. Oh, die Schalker sind im Strafraum, da kommen sie durch und machen das erste Tor.
Die Partie ist vorbei. Wir gewinnen mit 6 zu 1 und ich bin jetzt gespannt, ob wir Meister sind oder nicht. Wir, beziehungsweise die Fans, jubeln auf jeden Fall ohne Ende und wir gehen raus. Das heißt, wir sind offiziell Meister. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben. Letzte Saison haben wir es nicht geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Vizekusen ist Geschichte, denn wir beenden die Ära mit diesem Titel in der Bundesliga, worüber uns wir sehr freuen können. Es war eine konstante, sehr starke Leistung und damit bin ich auch sehr zufrieden mit dieser Leistung. Jetzt sehen wir hier unsere Spieler Gregor Kobel, Jonas Hofmann, auch Simon Kahn, Florentino Jung, der auch mit dabei ist. Zwar jetzt nicht unsere Top 11 mit Leroy Sané oder Wirtz, aber auch unsere B11 darf sich feiern lassen. Jung vor allem, Kretzig auch, die ja sehr, sehr stark waren. Auch wenn die so jung sind, haben sie sehr stark abgeliefert, finde ich zumindest. Und jetzt darf Jonas Hofmann die Schale in den Himmel halten und damit sind wir doch sehr zufrieden. Ja, was soll ich noch weiteres sagen? Ich bin wirklich sehr happy, dass wir es endlich erreicht haben, offiziell auch. Und damit springen wir weiter in die nächste Partie, beziehungsweise gucken uns noch die Tabelle an. Die Tabelle schaut nämlich wie folgt aus. Wir sind auf Platz 1 natürlich, denn wir sind ja gerade Meister geworden mit 82 Punkten. Danach kommt der FC Bayern München mit 70 Punkten. Dann folgt Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Mainz 05, Augsburg, Hoffenheim, Borussia München, Gladbach, der VfB Stuttgart, der Hamburger SV, SV Werder Bremen, Schalke 04, der 1. FC Köln, Darmstadt 98, Freiburg und auf dem letzten Platz ist der SC Paderborn mit ganzen 13 Punkten. Nächste Partie bestreiten wir wieder in der Bundesliga und zwar gegen den 5-platzierten Union Berlin. Die beginnen mit einer 5-3-2-Formation und wir beginnen nicht mit unserer Top 11, auch wenn sie mittlerweile Ausdauer hat, denn danach haben wir das erste Halbfinalspiel in der Champions League. Somit gehen wir mit dieser Elf rein. Ja, Hincapié ist noch drin, das ist aber der einzigste Spieler, der aus der Top 11 reinkommt. Und damit gehen wir jetzt auch rein in diese Partie, ja, wo es leider um nichts mehr geht. Die letzten vier Partien, ja, ist jetzt leider die Spannung raus, da wir schon Meister sind. Und damit gehen wir jetzt trotzdem rein und wollen trotzdem noch gewinnen. Freistoßmöglichkeit jetzt für uns. Marcel Sabitzer darf diesen ausführen. Sabitzer gegen die Latte, Hammerchance, leider auch vergeben. Unioner kommen mit sehr gutem Ballbesitz Fußball, ziehen ab in der 16. Spielminute und führen jetzt mit 1 zu 0. Hojcek am Ball, jetzt immer noch Hojcek. Hojcek auf Marcel Sabitzer, Sabitzer auf Adli, Adli auf Paulsen, Yusuf Paulsen probiert's. Jetzt aber immer noch Ouédraogo am Ball. Ouédraogo sieht Jonas Hofmann, der flankt rein auf Yusuf Paulsen. Wunderschöner Volley von Yusuf Paulsen. Damit gleicht er aus in der 37. Spielminute. Wir haben Halbzeit, es steht 1 zu 1 unentschieden. Und damit gehen wir auch rein in Hälfte 2. Union Berlin hat Anstoß und damit, ja, wie schon gerade eben gesagt, gehen wir rein in Hälfte 2. Adli am Ball, Adli sprintet durch, die Paulsen, die Flanke kommt rein. Aber jetzt wurde erst bei der Ball geklärt. Sabitzer auf Jonas Hofmann. Hofmann wieder zurück auf Sabitzer. Sabitzer und Hofmann mit den Hin- und Her-Spielen. Jetzt schon wieder Hofmann am Ball. Hofmann probiert's. Hofmann trifft und bringt uns die Führung zurück. Was heißt zurück? Wir führen das allererste Mal in dieser Partie. Die Eisernen jetzt auf dem Flügel bringen die Hereingabe rein und dann gleichen sie auch direkt aus nach unserem Treffer. Freistoßsituation jetzt für uns. Adli darf diesen ausführen, läuft an, zieht ab und zwar hervorragend. Herr Schöner Flatterball und damit bringt er uns jetzt aber diesmal die Führung zurück und jetzt steht es 3 zu 2. Adli sieht jetzt hier Alphonso Davies sprinten. Davies auf den Flügel, immer noch Alphonso Davies. Davies probiert's, Davies trifft aus diesem Winkel. Wirklich sehr schönes Tor und damit können wir unsere Führung ausbauen. Hey, sieht jetzt hier Yusuf Paulsen. Paulsen zurück auf Hofmann. Hofmann mit dem zweiten Tor direkt hinterher, hinter Davies seinem Tor. Hofmann auf den Flügel, spielt auf Ouédraogo, Ouédraogo auf Yusuf Paulsen. Der hat Zeit, der hat Platz und zwar richtig viel und verwandelt ihn und macht somit das sechste Tor für Bayern 04 Leverkusen. Diese Partie ist vorbei. Wir gewinnen mit 6 zu 2. Somit holen wir 3 Punkte und zwar ja sehr torreich auch noch. Deswegen, ja, unsere Leute feiern schon wieder. Aber das ist uns jetzt diesmal egal. Denn jetzt springen wir rein in die nächste Partie. Die nächste und letzte Partie wird nochmal ernst, denn da spielen wir gegen den FC Liverpool im Halbfinale und zwar das Hinspiel, deswegen volle Konzentration ist nochmal gefragt. Liverpool beginnt mit einer 4-3-3-Formation und wir beginnen natürlich mit unserer kompletten Top-11 bis auf Hincapié, denn der hat keine Ausdauer mehr. Dafür springt Simon Kahn rein und Malik Chau dann auf der Bank.
Genau, und mit dieser Elf müssen wir dann auch klarkommen, beziehungsweise sollten wir auch klarkommen. Wie gesagt, das ist unsere Top-Elf. Wir gehen rein in die Heimpartie. Wir müssen erste Zeichen setzen, vor allem auch noch heim. Deshalb wirklich nochmal volle Konzentration. Es geht wirklich um alles. Martis Tell jetzt dabei, sprintet erstmal komplett alleine nach vorne. Sieht jetzt Sesko auf Sané, der kommt nicht zum Schuss, kommt aber jetzt zum Schuss. Verwandelt ihn in der sechsten Spielminute und damit machen wir auch das allererste Tor in diesem Halbfinale. Liverpool auf dem Flügel vorbei an Alphonso Davies, aber leider auch vorbei an Niki Süle. Kobel kommt raus und dann kommt der Schuss, wenn niemand so richtig Druck macht. Und damit kassieren wir das Tor. Davies bekommt die rote Karte. Und das meiner Meinung nach komplett überraschend. Wir schauen uns nochmal die Szene an oder auch nicht. Wir sind jetzt nur noch zu zehnt auf jeden Fall und müssen auf jeden Fall extrem aufpassen. Alistair auf Jeremy Frimpong. Da läuft jetzt hier den Flügel entlang. Immer noch Jeremy Frimpong. Passt auf. Sané zieht ab und trotz Unterzahl machen wir hier jetzt den Führungstreffer in der 41. Spielminute. Diese erste Hälfte ist vorbei. Wir führen mit 2:1 und sind dadurch sehr zufrieden und gehen jetzt rein in Hälfte 2. Die Reds bekommen jetzt hier einen Freistoß und angekündigt ist wahrscheinlich, dass sie ihn kurz ausführen. So ist es auch. Leroy Sané ist aber hellwach, erobert den Ball und läuft jetzt auch relativ alleine nach vorne. Immer noch Leroy Sané. Sané jetzt mit der Hacke, zurück auf Malik Tchao. Tchao sieht jetzt hier wieder Leroy Sané, der sprintet. Immer noch Leroy Sané. Sané sieht Florian Wirtz, der ist jetzt hier durch. Immer noch Florian Wirtz, jetzt Ryan Grafenberg, der gegen seinen Ex-Club trifft. Und damit bauen wir unsere Führung aus mit diesem Treffer. Liverpool auf dem Flügel. Florentino kommt hinterher. Da ist der Spieler durch. Da kommt der zweite Kopfball. Und somit treffen sie auch und machen den Anschlusstreffer in der 87. Spielminute über Szoboszlai. Diese Partie ist vorbei. Wir holen im Hinspiel zumindest einen sehr knappen Sieg mit 3:2. Und damit ist trotz alledem noch alles offen fürs Rückspiel. Vor allem, wenn wir keinen Alphonso Davies fürs Rückspiel haben. In der nächsten Folge beginnen wir mit der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Danach spielen wir das Rückspiel gegen den FC Liverpool. Dann kommt der FC Bayern in der Bundesliga und der FC Augsburg als letztes in der Bundesliga. Dann kommt das Champions League-Finale oder das DFB-Pokal-Finale gegen den FC Bayern. Eins von beiden, Champions League-Finale, kommt drauf an, ob wir weiterkommen oder nicht. Wisst ihr ja, wir sehen uns dann morgen bei dem Saisonfinale. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen, wie gesagt, beim Saisonfinale. Haut rein und ciao!